Network präsentiert den Wettertalk MV. Herr Dr. Eichsmann. Ja. Hallo, Frau Winkler. Hallo. Was ist Ihr Lieblingsgemüse? Oh, ich esse ganz gerne Gurken, Tomaten. Okay. Ja, mache ich ganz gerne. Ja. Und ich sag mal, weil die auch quasi sehr, sehr dicht quasi zu ernten sind in unserer Umgebung. Mhm. Also irgendwas mit Südfrüchten habe ich gar nicht so richtig am Hut. Ja, da sprechen Sie auf jeden Fall schon unser Thema des heutigen Wettertalks an, nämlich regionaler Anbau mit natürlich dem Wetter, wenn es denn klappt. Genau, vielleicht können Sie mir jetzt einmal beantworten, wir haben ja jetzt einen Temperatursturz gefühlt von 36 Grad auf 16, da liegen ja so gefühlt 20 Grad dazwischen. Wie kommt das jetzt und wie lange bleibt das? Also die gefühlte Temperatur, das lassen wir genau, ne? Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Das hat einfach damit zu tun, wir haben jetzt in den letzten, also in der Vergangenheit hatten wir sehr warme, heiße Luftmassen aus Südeuropa, teilweise aus Nordafrika. Und jetzt sind die Luftmassen relativ schnell und zügig geschwenkt auf Nordwest, also atlantische Luftmassen. Und die sind meistens temperiert mit 10, 15 Grad kühler. Also deswegen für uns jetzt, wo man sagt, okay, fast irgendwie 15, 18 Grad weniger über zwei Wochen, das ist schon eine ganze Menge, ja. Genau, und wir stehen jetzt hier auf dem Wismarer Marktplatz, liebe Zuschauer, direkt vor einem Gemüsestand. Herr Dr. Eichsmann, was sehen wir hier überall für regionale Produkte? Ja, also wie gesagt, ich bin genau der Richtige dafür, aber ich hier sag mal, die Gurken, meine Tomaten habe ich auch da. Ja, stimmt. Sehr gerne auch Paprika habe ich übersehen, genau. Ja. Finde ich auch sehr schön. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, Kartoffeln ist auch immer sozusagen, das ist. Und die drei Sachen, die. Pilze sind auch super. Genau. Und ja, also wie gesagt, der Mix macht schöne Vielfalt und ja, erfahrungsgemäß, man selber mit eingeschlossen, man nimmt diese Dinge eigentlich viel zu selten. Ja, ja, aber diese schöne Vielfalt, die Sie eben ansprachen, das kann doch eigentlich jetzt auch nur kommen wegen des Wetters. Ist das Wetter jetzt gut für die Landwirte oder schlecht? Also dieses Konkrete vielleicht. Ja. Ich bringe das mal in zwei Sätzen runter. Also grundsätzlich gilt ja, wenn wir sehr trocken, sehr warm haben, habe ich große Verdunstung. Mhm. Gerade wenn noch der Wind drauf steht. Wir haben immer bei uns hier an der Küste Seewind bei schönem Wetter. Das bedeutet, ich habe hohe Verdunstung und damit habe ich wenig Wasser, um das Wachstum anzuregen. Ja. Bedeutet also, in der Wachstumsphase brauche ich unbedingt diesen Regen und im Idealfall nicht ganz so heiße Temperaturen. Mhm. Aber das war ja jetzt letzte Woche überhaupt nicht der Fall, ne? Genau, das war gar nicht der Fall. Ja, genau. Also quasi deswegen ist jetzt diese Wachstumsphase sehr, sehr schön. Wenn ich aber sozusagen dann die Früchte habe, also die Früchte, in denen dann Zucker und alles eingelagert wird, dann ist auch ganz schön, wenn im Endeffekt die reifen können und dann brauchen wir wieder sehr viel Sonne. Im Endeffekt, dass dann auch sozusagen die Früchte quasi ihre Stoffe, die diese Früchte ausmachen, dann auch sozusagen da drin ablagern können. Mhm. Das heißt, es ist immer sehr stark abhängig natürlich von dem, was wir anbauen, was wir essen wollen und natürlich auch sozusagen, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Mhm. Spargel ist schon zum Beispiel gegessen, ist schon Geschichte und die Kirschen sind jetzt auch fast mit durch. Mhm. Jetzt kommen die Äpfel sind gerade in der Wachstumsphase, während die Kirschen jetzt eigentlich sehr viel schöne Sonne bräuchten, ohne die Starre. Brauchen wir bei den Äpfeln gerade jetzt in der Wachstumsphase sehr viel Regen. Also es ist natürlich spezifisch von dem, was möchte ich nachher ernten und dementsprechend habe ich natürlich immer eine ganz andere Meinung. Mhm. Ja. Und Ernten ist hier bei Herr Dr. Eichsmann ein wichtiges und ein gutes Stichwort, denn liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen mal, wie die Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern aktuell ihr Gemüse und ihr Obst ernten. Viel Spaß bei den Impressionen. Wir haben jetzt die Landwirte gesehen, wie sie geerntet haben. Dafür braucht man natürlich auch gutes Wetter. Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen? Also ich sag mal, für die Pflanzen ist das sehr schön, sehr angenehm, weil wir haben nicht diese starke Sonneneinstrahlung und auch nicht diese hohen Temperaturen. Und damit habe ich die Verdunstungsrate relativ gering. Mhm. Also das, was aus dem Boden rausgenommen werden kann, was jetzt an Feuchtigkeit kam, kann ich auch verwenden für die Früchte, für das, was wir nachher sozusagen so wohl und gerne schmecken. Für uns selber ist das durchwachsene Wetter, weil es ja maritimen Charakter hat, vielleicht nicht das optimale Badewetter. Ja. Also das sehe ich jetzt nicht so. Okay, also ich merke auf jeden Fall bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, ich merke, dass es schwül wird. Ja. Dass es irgendwie immer schwül ist. Es regnet und dann ist es schwül. Ja,
Ja, erklären Sie mal kurz. Also schwül ist immer das Gefühl, was wir haben, wenn ich eine hohe Luftfeuchtigkeit habe. Und wenn wir jetzt die Temperaturen, die runtergegangen sind, ist der Wassergehalt trotzdem immer noch da. Das bedeutet also, ich habe immer noch das Gefühl der Schwüle, aber es ist trotzdem angenehmer, weil schwül, leicht schwül bei 20 Grad, 22 ist nicht so extrem von der Luftfeuchtigkeit, als wenn ich zum Beispiel bei 30, 32 Grad schwül bin, weil da habe ich sehr viel mehr Feuchtigkeit. Bedeutet, jetzt habe ich zwar auch noch das, irgendwie ist das ein bisschen schwül, aber lange nicht so unangenehm oder so wirklich so triefend nass, wie wenn wir Temperaturen weit über 30 Grad haben. Aber die haben wir an dem Wochenende nicht. Okay, wie sieht es aus mit Niederschlag und Wind? Also, von rückwärts angefangen, der Wind. Derzeit geht das ja, oh, man sieht schon, naja, so ein bisschen, bisschen haben wir das schon. Wir sind hier zu Hause. Ne? Also der Wind schaukelt sich hoch bis Samstag und dann gehe ich auch davon aus, dass auf dem Wasser, auf der Ostsee, durchaus mal Windstärke 7 bis 8 sein kann. Mhm. Und ansonsten, wenn wir den Peak durch haben, Sonntag läuft das wieder raus. Also Wind ist da, wird mehr, hört auch wieder auf. Temperaturen dümpeln wir so um die 20 Grad rum, das, was wir jetzt auch haben. Das ist nicht spektakulär. Auf der anderen Seite wird es auch nicht wirklich unter 20 Grad fallen. Also das ist, bleibt auf mäßigem Niveau, so würde ich es mal ausformulieren. Ja. Gut, vielen Dank, Herr Dr. Exmann. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann mit einem nächsten Thema bald wieder, und zwar nächste Woche. Und wir sagen gemeinsam auf Wiedersehen. Tschüss. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.